Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen hier zurück zu meinem Kanal und zu einem neuen React auf meinem Kanal. Wir schauen uns das neueste Video von Jonas an, der klassische Influencer. Ich saß hier gerade ungelogen sehr, sehr lange irgendwie an meinem Setup, weil irgendetwas mit meinem Mikrofon nicht stimmte. Ich hoffe, es klappt jetzt alles für euch. Tut mir leid, also ich weiß nicht, was aktuell mit meinem Mikro los ist. Ich hoffe für heute noch, wenn heute für euch das Video kommt, dass es für krass Klassenfahrt dann auch gut genug ist. Nun denn, ich würde sagen, lass uns mal reinschauen, was Jonas sich hat einfallen lassen. Oh, für mich gerade sehr laut. Daumen hoch, wenn ihr den Schalter auch so feiert. Bei 100.000 Daumen nach oben werde ich mir eine künstliche Gebärmutter einpflanzen und mich von Montana Black schwängern lassen. Klassischer Influencer. Hey! What the fuck war das denn jetzt hier für ein Intro? Okay. Cringe-Level erreicht. Ich wollte euch unbedingt mal fragen, welche Frisur ich mir schneiden lassen soll. Weil ich glaube nämlich, das interessiert euch alle da draußen. Und ich will natürlich nur das machen, was meiner Community auch gut gefällt. Deswegen dachte ich, entscheiden wir das einfach alle zusammen. Leute, ich will euch heute ein Produkt empfehlen. Okay. Das Ding ist, ich kenne halt nicht so viele Influencer. Bedeutet, wen stellt ihr da? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wen ihr darstellt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bislang habe ich noch keine Idee, eben beim Mann oder jetzt hier bei der Frau. Ich kenne leider keine, die rosa Haare hat. Was mir wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt. Das Ding ist, ich habe es halt schon vorher mega geliebt. Ich hätte auch unbezahlt Werbung dafür gemacht. Aber jetzt sind die einfach auf mich zugekommen und ich dachte, ja, passt jetzt ja mega gut. Leute, ich habe mich jetzt 2 Monate lang nicht bei euch gemeldet. Ich wollte nur sagen, ich bin so motiviert aktuell. Ich werde jetzt so krass viel Gas geben, ihr glaubt es gar nicht. Endlevel-Motivation. Die neuen Projekte werden so krank rasieren. Leute, es wird sich so viel bei mir ändern. War das eben vielleicht Varian, weil er das gleiche Outfit anhatte? Oder sollte das vielleicht Montana Black darstellen? Ich weiß es nicht. Wer soll das sein? Die Beziehung mit Justin ist jetzt aus. Hayley? Hayley? Ich hasse ihn! Aber bitte ergreift keine Partei und hatet ihn nicht. Ich hab mich einfach 3-mal betrogen. Aber bitte geht jetzt nicht alle rüber und hatet ihn, okay? Wir sind gut auseinandergegangen. Ich wünsche ihm einfach nur einen schmerzhaften Tod. Bitte, Leute, seid alle ganz lieb zu ihm, okay? Wir haben uns so geeinigt, es ist alles gut. Ihr könnt hier jetzt abstimmen, welche Frisur ich mir machen lassen soll. Schreibt 1 für Frisur Nummer 1, 2 für Frisur Nummer 2 und 3 für Frisur Nummer 3. Oh. Ich bin eher für Frisur 3. Aber wen stellt ihr da, ist die Frage. Also, weil er ja eben Hailey Bieber war, heißt das jetzt nur international oder auch national? Das weiß ich jetzt nicht. Ach Mann, ich wüsste halt echt gern, wie der darstellt. Oh mein Gott, ich lasse mich einfach mitentscheiden, was meine Frisur angeht. So, ihr könnt mitbestimmen. Leute, stimmt jetzt bitte ab. Good morning to my English community. How are you guys? Ich habe gerade meiner englischen Community guten Morgen gesagt. Den wünsche ich euch natürlich auch. Und dann habe ich sie noch gefragt, wie es ihnen geht. Leute, wie geht's euch? Leute, nur eins vorneweg. Ich werde keine Fehler zu unserer Trennung machen. Das ist eine Sache zwischen Justin und mir. Die ist privat. Es geht keinem was an, okay? Er hat mit 3 anderen Mädchen gebumst, ohne zu verhüten. Ich blende euch mal kurz hier die 3 Nummern ein. Ashley, Tatjana, Markus. Alles klar. Okay. Vor allem, jetzt so wie dieser Fun Fact. Man ruft bei dieser ausgedachten Nummer von Jonas an und tatsächlich geht da eine Ashley, eine Tatjana oder ein Markus dran. Das wird zu Premium. Aber Leute, ruft da nicht an. Macht es lieber nicht. Bitte fragt aber nicht nach, was passiert ist, okay? Das geht nur Just und mich was an. Das ist eine Sache zwischen uns. Er hatte sicher seine Gründe. Okay, Leute, ich weiß, die letzte Ankündigung ist jetzt 3 Monate her. Ich habe es gemacht. Ich hatte in der Zwischenzeit so krank viele Projekte. Ich schwöre, die Ankündigung jetzt, ab jetzt Daily Content, ab morgen, ich schwöre. Leute, Daily Content ist es nicht mies heftig. Es ist vegan, es ist ökologisch, es ist wirklich gut und ich benutze es auch privat. Und das Beste, ich habe für euch einen mega krassen 15% Rabattcode. Alles für die Community. Ich hoffe, ihr feiert es auch so heftig wie ich. Ich hoffe, ihr fühlt es einfach. Swipe jetzt bitte hoch, swipe up. Bitte, let's go. Well, ich habe seit einiger Zeit einige Zuschauer aus dem Ausland, seit ich 2 Wochen in Amerika war. Es war so geil. Deswegen jetzt manchmal meine Stories in Englisch. Lass mich das mal ganz kurz translaten für die. So, fellows, I just told my German community. Mann, Leute.
Also, wie gesagt, ich frage mich immer noch, wer, aber ich finde, er verkörpert wirklich diese verschiedenen Rollen ganz gut. Sei es mit Abstimmung, mit Bestellungen, mit Beziehungen, wo die Community meint, sich einzumischen. Also, er spiegelt das auf jeden Fall ganz gut wider. So diesen klassischen Influencer oder die klassischen Influencer-Typen, Arten, muss man ja schon sagen. Ist es einfach 51% für Frisur Nummer 1 und 49% für Frisur Nummer 2. Leute, ich kann mir doch keine Frisur schneiden lassen, wo fast die Hälfte dann unzufrieden ist. Wir müssen nochmal abstimmen. Oh mein Gott, dass meine Frisur so polarisiert, hätte ich nicht gedacht. Bitte stimmt jetzt nochmal ab. Ich kann doch so nicht zum Friseur gehen ohne eure Entscheidung. Oh mein Gott. So, ich habe das jetzt geklärt mit Justin. Ihr könnt also aufhören, dauernd zu fragen. Justin und ich werden nicht mehr zusammenkommen. Ende. Leute, 70-30%. Was? Oh mein Gott, was soll ich machen? Oh Gott, Leute, ich bin wieder mit Justin zusammen. What the fuck? Leute, ich weiß, ich hatte Daily angekündigt, aber Alter, so ein... War das nicht sogar so? Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, weil ich bin leider nicht so... Ich folge jetzt nicht Justin Bieber, ich weiß nicht viel über ihn, ich weiß nur, dass er eben mit Hailey verheiratet ist. Aber waren die nicht sogar kurzzeitig irgendwie getrennt und sind dann wieder zusammengekommen und haben dann auch geheiratet? War das nicht so? Ich meine mich dann was zu erinnern, aber ich bin mir da gar nicht sicher. Bei Insta jeden Tag posten, das ist schon fast für sich ein Fulltime-Job. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich arbeite an so vielen Sachen. Neues Projekt ist in der Pipe, Digga. Ab Montag geht's los. Aktiviert doch gerne jetzt schon mal die Glocke. Oh mein Gott, Leute, nach dem letzten Mal haben mich so viele gefragt, ob ich nicht nochmal auf die Inhaltsstoffe eingehen kann. Alter, mein Postfach ist förmlich explodiert. Alle Leute haben sich das Produkt gekauft. So crazy. Woher hat Jonas diese ganzen Perücken? Hallo? Aha. Ja, ich nehme die Story gerade auf, genau. Noch keiner? Naja, normalerweise swipen die Leute hoch, ich weiß auch nicht. Nee, ich mach noch eine Gratis-Story dann einfach, ja. Ich weiß nicht, normalerweise kommen die Sachen besser an. Danke, ciao. Es ist so heftig, wie gut es ankommt bei euch. Wow, Germans are so complicated, like... Das ist gerade ein sehr interessanter Punkt, weil das könnte ich mir durchaus bei vielen vorstellen. Selbst so bei tollen YouTubern, ich drücke das jetzt mal so aus, bei tollen YouTubern, Influencern, denen man folgt, jeder hat ja diese Kooperation natürlich so. Und natürlich verdienen die auch dadurch, möchte ich nicht bestreiten. Das Ding ist, A, wie sehr steht man aber hinter diesen Kooperationen? Weil auch wenn die vielleicht lukrativ sind, aber ich finde, wenn man doch irgendwie was vertritt, sollte man doch auch dahinter stehen. Punkt 1. Punkt 2. Woher weiß man, wie viele schon was gekauft haben, wenn es einem nur gesagt wird? Man sieht da keine Statistik irgendwie dann von denen, die das anbieten. Die bieten einen Code an für 15 oder 10% Rabatt. Und dann geht man davon aus, Mensch, haben ja wirklich viele zugegriffen. Okay, greife ich auch nochmal zu. Ja, und ich finde, das ist so ein bisschen manchmal der Fehler. Wisst ihr, was ich meine? Oh, I can't believe. Leute, ich hab's gerade schon gesagt, auf Englisch. Aber oh mein Gott, Deutsche sind manchmal Wer so kompliziert. Das? Oh Gott, im Gegensatz zu den Amerikanern. Oh, deswegen werde ich demnächst erstmal noch eine Woche nach Dubai rushen. Community, guess who is coming to Dubai next week? It's fucking me, yes. Oh Mann, ey, Leute, Justin und ich sind doch nicht zusammen. Er hat zwar geschrieben, ob wir wieder zusammenkommen wollen. Die Nachricht sollte eigentlich an seine Ex-Freundin gehen. Ist nur eine Sache zwischen Justin und mir. Fick dich, Justin! Wirklich jeder Influencer. Warum kritisieren mich jetzt alle? Ihr habt doch alle für Frisur Nummer 1 abgestimmt. Das können jetzt nicht alle sagen, es war nur ein Scherz, Mann. Ich find's scheiße. Ich hasse meine Community so sehr. Und dann da oben das Buch. Das Buch. Alter. Das Video Drecks Influencer werden. Also war schon ein mega geiles Video. Ich finde, man kann sehr, sehr viel so eigene Meinung daraus ziehen, wie ich ja schon gesagt habe. Also wirklich so die klassischen Influencer. Was stimmt nicht. Also von daher, ja, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Also wie steht ihr so zu diesem Influencer? Ich sag mal, klar, es ist deren Job. Influencer ist ja mittlerweile ein Job. Natürlich ist auch die Frage, wie erreicht man das? Holt man sich jetzt irgendwie so Fake-Accounts, um diesen Haken zu bekommen?
wo ich schon mal von gehört habe, dass das sogar ein paar gemacht haben. Und dann kam erst richtige, also wie weit geht man dafür, ist so die Frage auch manchmal. Bei vielen weiß man, oder würde ich so daraus sagen, ja, manche sind authentisch, manche eher nicht. Manche verstellen sich, das ist halt immer so die Sache, auch bei Instagram, deswegen. Gut, ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat das Video gefallen. Das Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Lasst dort eine Bewertung da und lasst gerne hier eine Bewertung da. Von daher würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und später um, ja, ich sag mal so zwischen 18, 18.30 kommt dann die zweite Folge Krass Klassenfahrt. Ich freue mich sehr drauf. Bin da schon sehr, sehr gespannt drauf. Ja, was uns da so erwarten wird in der zweiten Folge. Und mir bleibt es dann nur zu sagen, bleibt gesund und Anpfiff, Abpfiff, Tour. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal und rein. Und tschüss.